Hallo. Wir wollen eine Tür öffnen. Ich will, na gut, eigentlich, er will, dass ich eine Tür öffne. Ich will keine Tür öffnen. Ich glaube, ich hole erstmal die gute Waffe raus und dann versuchen wir es mal. Alter! Ach, Scheiße! Oh, die AK macht aber schon ein bisschen mehr Schaden. Ich habe übrigens am Verdammt! Dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Der Verfluchten Station? Boah, Strahlung, 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 doof. Wie spürt man Strahlung? Ich glaube, wenn nur was warm wird. Aber ich glaube, dann ist es schon verspielt, wenn man schon Verbrennung erleidet. Und so wird, dann ist es schon irgendwie nicht mehr so gut mit der Strahlung. Gehen wir. Ja, gehen wir. Ja, auf jeden Fall, Tür öffnen wir jetzt geöffnet und es ist gar nicht so viel passiert, wie ich dachte. In der letzten Folge hatte ich darüber gesprochen, dass das irgendwie, er die gerade die tolle Theorie aufgestellt hat, dass der tolle Atomkrieg, der anscheinend die Ursache für alles war, Himmel und Hölle gleichzeitig platt gemacht hat. Ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Okay. Dann suchen wir mal nach Antworten, die im Schutt begraben sind. Ja, los geht's. Total toll. Finde ich übrigens klasse, dass ich das Spiel doch noch auf Deutsch übersetzt gekriegt habe, weil ich die Option dafür gefunden habe. Stand übrigens auch im Achso, hier ist wieder die. Achso, das ist wieder die andere. Ich weiß nicht, ob es da besonders viele Gründe gibt, diese komische Knifte zu nehmen statt die AK. Ich glaube eher nicht so. Ein totes Vieh. Von mir E-Kasten erschlagen? Wie schaut es denn eigentlich mit meiner Taschenlampe aus? Ich bin es ja eigentlich nicht gewohnt, mit angeschalteter Taschenlampe rumzurennen. Ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Ich spüre hier was kommen? Nicht bewegen. Ich habe mal Schwierigkeiten mit nicht bewegen. Die Anomalien. Wie schön. Bling. Oh. Ich brauche meinen Führer. Wenn es den jetzt hier erwischt, dann bin ich, glaube ich, irgendwie... Das ist nicht so toll. Wir wissen ja mittlerweile, dass das Elektrostrom darstellen soll. Also Viecher, die man direkt nierschießen kann, sind irgendwie einfach. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ja, klasse. Unschön? Ach, das ist die nächste Anomalie. Oh. Manchmal ist sie ganz schnell unterwegs, wenn sie will. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Bekannt vor hier. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Hier ist es irgendwie nie sicher in einer Metro. Irgendwie gibt es hier nicht einen einzigen Gang, der irgendwie auch nur ansatzweise Sicherheit bietet. Ich könnte mal die Minipacks aufnehmen, bevor ich eigentlich von 1x1 kaufe. Gut, ich wollte es eigentlich nur ausprobieren und ich habe bis jetzt auch noch wenig Einsatzzweck für so ein Minipack gesehen, weil entweder bin ich tot oder ich lebe. Also, naja, gut. Naja. Aber er hat auch so eine Karte, so eine schöne an so einer Ledertasche bei sich. Ja. Also es baut schon eine gewisse Atmosphäre auf. Also wenn ich jetzt weniger reden würde, wäre die Atmosphäre wahrscheinlich noch mehr. Aber davon sehe ich sehe eigentlich nur Leichen plündern. Mehr sehe ich hier nicht. Muhaha, plündern. Oh, Viecher. Na gut. Achtung, die Viecher kommen zurück. Die Viecher, ja, ja. Solange du die alle erschossen bist, werde ich nicht eine einzige Kugel verschwenden, weil... Ja gut, ab und zu muss er nachladen, das ist natürlich unpraktisch. Aber das passiert einmal alle 30 Viecher, also ich lasse ihn hier alles schön alleine schießen. Ich habe hier genau einen erschossen. Psst. Lächerlicher alter Mann. Das ist schon sein drittes Magazin, was er gerade verhauen hat. Ja, treffsicher ist der, ne? Oh gut, Waffenstände und Munition. Na? Ich warte mal mit meiner Hightech-Knifte hier. Er trifft dann... Er hat vorne so ein Messer dran, warum hab ich das nicht? Oh, fuck. Stillhalten, nicht einmischen. Da kommen einige. Ich gehe mal wieder zur Seite. Ach. Gut, dass ich gerade noch zur Seite gegangen bin. Alter. Also ich glaube, wir hätten genug Munition gehabt, um das abzuwehren. Sag ich jetzt einfach mal so. Naja, die Leuchtekugel. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Mhm. Finde ich ja hervorragend. So, mal kurz die günstige Gelegenheit nutzen, um alle Akkus wieder aufzuladen.
Ah, das gepriesen sei die die elektrische Induktion. Verdammt, ich würde hier gerne durch. Hallo? Oh, hätte ich hier noch welche Leichen plündern können? Leichen plündern. Denn hier, die Knifte kann ich eigentlich bei der guten Gelegenheit auch gleich nochmal aufladen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Das ist ja schön. Das ist gut, man doch hier eigentlich vorankommt. Stück für Stück. Ja, Junge, ich würde gerne auf den Wagen. Genau. Wie jetzt? Achso. Ja. Ach, das ist jetzt wieder die Zweimann-Sitzer-Variante. Nachdem wir am Anfang noch den Viermann-Wagen kennengelernt haben, gibt es jetzt den kleineren. Wahrscheinlich muss ich gleich selber fahren mit eigener Körperkraft. Ja, muss ich. Nee, was? Ach, das ist ein automatischer Wagen ohne Kurbeln. Du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Woher weiß er das überhaupt? Gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Ich habe einen hohen Auftrag. Ja, gut. Du musst nicht antworten. Ich kann nicht sprechen. Oh, verdammt. Muss ich das wieder kaputt schießen? Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Toll. Oh, ich meine Maus nicht mehr. Ja, gut. Szeneende. Verfluchte Station. Also, wir kommen eigentlich gut voran. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Cursed. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Ah, ja. Oh, da sind wir auch schon. Oh, ich hab wieder einen neuen Auftrag. Die Station wird wieder angegriffen. Ja, warte, ich muss kurz lesen und begeben sich mit Khan zur Verfluchten Station. Können Hilfe gebrauchen. Das hätte ich gerade so noch hingekriegt. Ja, ich habe 10 Magazine bei. Fast. Naja, 12 habe ich sogar bei. Hierher! Ach, das ist direkt der Ausgang? Noch ein Angriff? Oh. Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Sind diese beiden Überlebenden? Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nicht zurück. Jetzt kann ich mal gucken, was das für ein Leuchtzeug da drin ist. Ach, die Hitze wahrscheinlich, oder? Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Okay. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Soll ich jetzt alles alleine machen? Bei den Überlebenden. Versuche die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Linker Tunnel, also da wo ich eigentlich quasi gerade herkam. Ja. Jungs, zeigt mal, was ihr könnt. Los, tut! Versuch mal ein paar Meter zu rennen. Die scheinen ja da vorne gerade ein bisschen gut Action zu machen. Mal sehen, wo der Sprengtrupp ist. Wieder. Also, hier haben wir schon mal den ersten. Ist das einer vom Sprengtrupp? Ah, sieht nicht so gesund aus. Und die rennen ja alle mit Gasmaske rum. Ist völlig unnötig. Geht auch super auch ohne. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich ein bisschen zu sehr auf meine komische Elektrokniff hier verlasse. Und dass in dem Moment, in dem ich die. Das ist auf jeden Fall nicht der Sprengtrupp. Die haben es doch schon ein bisschen weiter geschafft. Ich habe aber auf die Dinge da hier vorne. Also wenn ich vorbereitet bin auf so einen Angriff, dann ist das gar kein Problem für mich. Den kann ich hier locker flockig einfach durchziehen. Aber wenn die plötzlich vor mir stehen, das sind Situationen, mit denen komme ich nicht klar. Wie Kugeln habe ich eigentlich noch? Also kein Wunder, dass es die zu so einem billigen Wechselkurs. Hier gibt es die anderen Höhen. Hier ist doch schon eingestürzt. Hier ist alles gut. Oder wie jetzt? Bin ich jetzt an den Sprengtrupp vorbeigeraufen. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, aber das ist der linke Tunnel. Oder haben die... Ja, hier sind doch die Viecher. Oh, Mann. Oh. Ich werde treffen, wenn ich schieße. Also scheinbar kommen hier immer drei raus. Ja, wo ist denn jetzt dieser dumme Sprengtrupp? Das kann ja nicht der Typ hier gewesen sein. Oder meinten die vielleicht doch einen anderen linken Tunnel? Oh, was haben wir hier für ein lustiger Kabel? Ach, das waren Betten. Oha. Oh, verdammt. Wieder Geister. Naja, solange die... Ach, da geht's rein. Uah.
Hm, wahrscheinlich geht es da irgendwann später mal lang. Das ist jetzt übrigens der rechte Tunnel, aber ich gucke mir ihn trotzdem mal näher an. Hier liegen jede Menge tote Viecher und... Ach, nicht euer Ernst! Ihr könnt ja links und rechts verwechseln! Hey. Sag mal, aus was für einer kruden Perspektive haben sich das denn bitte schon angeguckt, dass hier auf einmal links und rechts verwechselt ist? Ohne Witz. Ach Gott. So, muss ich jetzt wieder zurück in den linken Tunnel? Ich meine, da war so ein Nest. Wo sind jetzt die Geister? Ne, die Geister sind nicht unbedingt weniger geworden. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in den linken Tunnel. Das ist der für mich linke Tunnel. Ich weiß ja nicht, von welcher Sichtweise die das hier gesehen haben, aber ich glaube, der hier ist richtig, weil ich komme nicht auf die Viecher raus. Vermute ich mal. Stark. Dumm, dumm, dumm. Ja, die greifen uns in den Tunnel an. Überrascht mich überhaupt nicht, wenn hier die Viecher rumstehen, wenn hier so ein riesen Loch in der Wand ist. Ach, da kann ich. Ah. Dumm, dumm, ja, so weit wie ich kann. Das gibt ja nur einen. Und die Explosion wird groß. Das ist hier richtig klasse. Mal sehen, wie weit ich komme. Klick, tick, 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 tick. Erstmal zur Seite, direkt auf der Direktdruckwelle gehen, ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Idee. Und dann wäre es, wenn ich hier noch um die Ecke kommen würde, wäre es geil. Ah, wie weit die kommen, sag ich mal. Die Schatten weg? Wahrscheinlich nicht. Leben meine Freunde da hinten noch? Das wäre auch schön. Unter mir ist ein Vieh und über mir, glaube ich. Ich laufe mal lieber ein paar Meter, bevor ich hier noch hinten gegriffen werde. Das wäre irgendwie unschön. Jungs, ihr könntet euch bitte mal in die... Danke. Wo die gerade hingeguckt haben. Sag mal... Wo sind bitteschön... Ach, die sind da oben. Ach, da oben in den Gondeln sind Überlebende. Oh, ich wundere mich die ganze Zeit, wo hier eigentlich die Leute sind. So, jetzt sind wir erstmal hier kurz in Sicherheit. Denk mal, die Mission war noch nicht erfüllt. Und was sollte ich noch machen, oder? Bla bla bla. Schließen Sie einen Weg... Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen. Du machst das schon, Junge. Die Luftschleuse zu schließen. Hm. Da vorne standen ja gerade die. Da, wo gerade die Geister vorstanden. Da sind wir, da geht's hinterher. Warte mal, hier geht's ja noch hoch. Na gut, dann gucken wir erstmal hier lang. Brauche ich hier eine Gasmaske für den Job? Ah, ja, hier ist also die Luftschleuse. Ist ja schön. Okay, ich brauche eine Gasmaske für den Job. Und wir haben noch 7 Gasmasken übrig. Langsam wird es hier echt nicht mehr witzig mit diesem Gas, mit dem Gasmaskenmangel, den ich habe. Finden Sie einen Weg, Luftschleuse zu finden? So, hat hier bitte irgendjemand mal langsam sicher mal ein paar Luftfilter dabei? Oder am besten... Am besten gleich eine... Nein. Gut, der läuft einfach vorbei. Das finde ich ja sehr schön. Komme ich hier irgendwie... Wenn ich da runterspringe, bin ich doch tot. Oder war das hier wirklich nur, um das zu plündern? Ne, okay, hab ich gut. Das wollte ich nur mal gucken, ob ich das denn tatsächlich auch bin. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Das Testen ist nie so einfach, wenn man... okay, gut, also wahrscheinlich... Ach so, als die Explosion erfolgt ist, na gut, das... Nee, halt, warte mal. Ja, lass mich mal... Nein, aua, aua, lass mich mal kurz. Ich möchte bitte mal kurz zu meinen Freunden von der... Ich habe keine Munition einsammeln. Also da oben gab es dann scheinbar nur Munition. Jungs, hinter mir müsste was sein. Ist dem nicht so? Na okay, hinter mir ist dann halt nichts. Dann nutze ich mal die günstige Gelegenheit, um nachzuladen. So, der Tunnel da hinten war ja leer. Das heißt eigentlich nur dieser eine Weg da nach oben. Der war da, wo ich noch weiter kann. Oder ich wollte eigentlich nach den Geister gucken, dann ist mir aufgefallen, dass dann... Gott, hör doch mal auf, denn. Bunny Hopping hier. Komische Viecher. Viechers. Warte mal jetzt, ich wollte ja eigentlich da vorne zu den Gästen. Ich habe das Vieh zwar nur im Fuß getroffen, aber es ist tot. Sind die Geister immer noch da? Ja. Hm. Ah gut, die Stalker. Dann versuche ich doch nochmal kurz da, wo es hochging. Und dann versuche ich noch Leute zu plündern. Ja. Minimalste Mengen Geld hätte er noch. Langsam muss ich ein bisschen vielleicht doch mal nachladen. Ich habe auch nur noch... So richtig viele Kugeln habe ich auch nicht mehr. So, jetzt gucke ich hier nochmal kurz rein, ob hier nicht irgendwo noch was ist, was ich... Ach, da ist doch hier so ein... Uah! Reicht das schon? Okay, das reicht schon. Gut, dann können wir die Gasmaske wieder absetzen. Problem ist, jetzt habe ich die andere Gasmaske, die da noch lag, nicht rausgeplündert. Das war jetzt ein bisschen doof. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten.
Gehen wir. Ja, du könntest mir bitte mal die Toten da vorne an der Tür beiseite singen. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Was ist denn eigentlich schon wieder für ein Gang hier? Was jetzt? Fahrstuhl? Ein Schrein der Hoffnung. Ach. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Aber alle mit den gleichen Bildern, Freunde, das geht so nicht. Mhm. Ach, hier ist noch ein Gang. Nee. Aha. Ach, jetzt macht er mir wahrscheinlich das Tor auf, weil da drunter sehe ich doch eine Leiter. Aber immerhin geht's weiter. Na komm. Das wär's. Rein da. Okay. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Na, besten Dank auch für Bis die Info. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Der scheint mir irgendwie eine sehr seltsame Person. Da geht's weiter. Waffenkammer. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Klasse. Am besten muss ich da nicht selber hinlaufen, das ist ja eigentlich schon mal viel wert. Okay, ich muss doch selber hinlaufen, wie es aussieht. Was? Oh, da hätten sie schon wieder Elektrostrom, wo immer der eigentlich herkommt. Frage ich noch gar nicht gestellt, oder? Ich meine, für den kleinen Waffen, das machen wir hier mit so unseren witzigen Dynamos, aber... Ja... Okay, ich muss hier doch hinkommen. Und ich dachte schon, ich würde einfach mal ein Stück Spiel übersprungen, aber nein. Begeben Sie sich zur Waffenkammer und finden Sie den Schmied namens André. Na gut. So, wie schaut es hier mit meiner Taschenlampe aus? Oh, meine Taschenlampe. Das sah, die war ja, naja, gut, die war ein bisschen angebraucht. Aber ich denke mal, ich muss ja die Taschenlampe wegstecken. So, ich glaube, ich mache mal trotzdem mit der Elektrowaffe. Achso, ich kann keine Waffe raus. Radioaktive Türen, will ich nicht. Aber ich kann keine Waffe raus. Nö, ich kann nicht. Na gut. Muss ich mich hier waffenlos durchkämpfen oder was? Oder bin ich einfach nur. Ach doch, da oben. Ach Gott, ich habe hier sogar ein richtig krasses Kreismenü. Mann. So, kann ich die jetzt irgendwie rausholen? Wie habe ich denn dieses Menü wieder aufgemacht? Also ich kann auf jeden Fall gut die Waffen mit... Was kann ich ablegen? Warum kann ich denn... Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dem Menü? Also es geht von alleine weg, ja gut, aber... Aha. Achtung, steht da wahrscheinlich drauf, den Schild. Halt! Ah. Wer ist da? Nicht bewegen! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Ja, gut. Das ist ja immerhin sehr freundlich, dass sie eine freie Station sind. Dass sie ihre riesengroßen Tore nur für mich aufmachen, ist auch sehr freundlich, finde ich. Das wirkt auf jeden Fall wesentlich sicherer, so eine riesengroßen Türen als andere. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Ja, ich werde mich bemühen. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ich verstehe schon. Gut gemeinter Rat. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Welcher Feind? Jungs! Solche wie euch haben die Welt das kaputt gemacht. Oh, das ist ein paar Dullis. Na gut, ich glaube, ich habe einen leichten Mangel an Ausweispapieren. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Jo. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken! Du bist verhaftet! Ich will nicht verhaftet sein.
Na, das wäre klasse gelaufen. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Sehr freundlich. Oh, so einen roten Typen habe ich ja schon mal gesehen. Oh, was macht denn jetzt? Ich bring ihn um. Los, kommt mir nach. Ihnen wurden Handschellen angelegt. Halt den Schalter gedrückt, um schneller zu laufen. Klasse.